Hallo, der Gruß zum Montag. Ja, ich hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag habt, gut ausschlafen können habt. Und wenn ihr nicht gut ausschlafen könnt, dass ihr wenigstens, weil ihr schlecht geschlafen habt, dass ihr euren Sonntag genießt. Und falls ihr doch heute noch schaffen müsst, dass ihr euren Feierabend doppelt so viel genießt. Ja. Hier der Gruß zum Montag. Ja. Und dann wünsche ich euch alle, dass ihr am Morgen ist am Montag, dass ihr dann einen guten Wochenstart hin. Ja? Ja. So sieht's mal aus. Ja? So, der Gruß zum Montag. Ja, ich hoffe, ich habe mir da nicht versprochen. Die Katze kostet das Maus nicht lassen. Ich bin gestern habe ich mir ein paar Filme gekauft. Ja? Die mich halt dann auch sehr interessiert. Mache ich aber ein Update, weil ich noch welche bestellt habe. Da ist auch Stirb langsam dabei. Ich habe es im Kreis versprochen, dass wir mal da dass ich da mal ein Review drauf mache, mir das anschaue und dann ein Review drauf mache. Das sind ja legendäre Filme. Ja. Stirb langsam, ja. Von Bruce Willis. Gruß zum Montag, ja. Da haben wir letztes Mal versprochen, da habe ich irgendwas über den Kino-Oli gesagt. Und er hat gesagt, ja, der Gruß zum Montag von ihm, bei ihm heißt ja das Wort zum Montag. Das bringt er halt auch da aus. Ich freue mich, was er Neues und Aktuelles auf den Tisch bringt, der Kino-Oli. Ja, wie schon gesagt, in den Sprühe gelassen, habe dann auch was Eulens draus gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt die aktuellsten Themen sind, aber ich denke, wenn man das da ein bisschen Konzeptblättchen hat, dann kann man da auch besser drauf eingehen auf die verschiedenen Sachen. Und frei von der Leber sprechen ist manchmal zwickig. Nachrichten sprechen auch nochmal und ein Dokument, ein Zettel in der Hand. Ja. Oder spreche jetzt von der Leinwand ab. Dabei sind es halt nur Stichworte. Ja, da habe ich auch jetzt über den Begriff Dulisch eine Mordsdiskussion ausgebrochen. Wo von verschiedenen Kanälen dann auch das mitgekriegt haben. Ne? Das ist immer darauf vor, wenn man das sieht. Gell, auch. Also, ich habe eigentlich nur zwei oder drei Kanäle gesehen, wie die das über das Thema diskutiert haben. Das war der Kino-Oli, das war der Bundesfilmanstalt und das war da eine Ameise. Ja. Ist immer, wenn man meint. Ja. Für mich ist der Begriff Dulli auch sehr neu. Auf Schwäbisch würde man sagen Dackel oder Grasdackel. Das ist in der gleichen Level wie Dulli. Ja. Schwierig. Ja, oder eigentlich nicht schwierig, weil es kommt darauf an, wie ich mit den Personen eng zusammenstehe. Ja. Wenn ich mit einem ganz gut Kontakt habe, so, und mich und Gott so ziemlich ins Persönliche nahe, und da kann man vielleicht auch Spaß zu jemand, zu der Person das sagen, was man zu anderen nicht sagt. Da sagt man, ja, du Dackel, ja, du Dulli, du Grasdackel, ja, du Simbel, du Segel, ja, so das sagen, du Bachel. Ja. Das kann ich dann zu jemandem sagen, wenn ich gut befreundet bin. Das ist für den sogar ein Kompliment, weil er dann sagt, ja, das sieht mir jetzt so, mit dem einen so ein guter Kontakt oder bin mit dem sogar so gut befreundet, dass er mir vertraut und er mir das sagen kann, ohne dass ich so bin, weil man sich so vertraulich ist. Dann kann man das schon sagen. Aber so Dulli, Dackel und das andere, das die ich jetzt nicht zu jedem sage. Also, ja. Weil man ist ja nicht mit jedem so vertraut. Ja. Also, und deswegen weiß ich, was ich zu jedem Vertrauenswürdiges oder mit dem ich guten Kontakt habe, das als Spaß sage, so mehr. Kommt es anders rüber, wie wenn ich das zum Fremden sage oder zu jemandem das sagt, der mir nicht vertraut ist, weil der könnte es natürlich als Beleidigung auffassen, weil man kann es als Beleidigung auch nutzen, muss man nicht. Aber da kann ich es ja natürlich ganz anders auffassen. Ja, dabei, wie schon gesagt, das ist immer
die Sache, zu wem ich sage. Und ja, also ich möchte auch nicht zum Wachtmeister sagen, das sieht Dulli oder vom Richter. Und dann sind die Probleme schon vorprogrammiert. Oder gehen wir in eine Arztpraxis rein und sag mal, guten Morgen, ihr Dullis. Ja, und da wird ein Shitstorm schon reinkommen. Deswegen, das ist eigentlich mehr so sauber, um zu bekannte sagen kann. Ja. Auch wenn es nicht böse gemeint ist, aber das könnte jemand anders, der nicht vertraut ist, als Beleidigung auffassen. Ja. Dabei ist das auch, ja, Ton macht die Musik, ja, wie der Tonfall ist und wie ich es daraus meine, ja, das macht viel aus. Also, wenn jemand zum anderen sagt, ach du Dulli mal wieder, und die standen sich eng bei, zusammen, weil es alte Kollegen sind oder gute Freunde sind, dann lachen beide drüber und klopfen sich auf die Schulter und gut ist. Ja. Dann geht es aber auch so mal, hey, du kannst ja gar nichts, was bist du von Dulli? Dann ist er natürlich auch bösartig gemeint. Bei mir ist egal. Also, wenn mir einer Dulli meint als freundschaftlich oder Dulli meint, weil er mich da jetzt beleidigen will, ja, das ist okay für mich, weil das soll sich nicht immer selber so oft zu ernst sein, weil das Leben ist kurz genug. Aber schon gesagt, die Situation möchte halt das ganze Sache aus. Ne? Zu wem ich sage, wie eng ich mit jemandem zusammenstehe, ja? Und es macht halt schon viel aus. Ja? Und auch der Tonfall, ja? Da muss ich auch nicht gleich getroffen fühlen, das ist auch noch ein Ding. Ja? Ja, so Menschen treffen im Alltag, das ist halt immer besser. Ja klar, man kann auch immer eine gute Leute treffen. Ja, es sind bei mir auch einige Kontakte zustande gekommen, aber von den ganzen Kontakten, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es sind eigentlich wenige, die über die Jahre eigentlich so einen wertvoll zusammen prägten, aber also was Internet angeht, so, aber natürlich, ja, die richtig gute Kontakte und eine ganz viele, das sind halt die, wo im Alltag man passiert und die man dann über Jahre lange, lange trifft. Und dann hat man gute Bekannte und gute Freunde, die man viel unterwegs und viel aktiv ist. Weil die wahre Person trifft man immer im wahren Leben. Ne? Und deswegen ist immer auch wichtig, so zu verlassen. Und dann, wenn das Leben, ja, die Menschen zusammenführt, dann können auch wertvolle Kontakte im echten Leben außerhalb der Haustür stattfinden. Und es ist wichtig, dass man, ja, wenn im Internet sehr viel Schönes gibt und sehr viel Wertvolles gibt, ja, aber das wahre Leben findet vor der Haustür statt und das sollte man halt auch ausschöpfen. Weil wahre Treffen, also Begegnen halt, wenn man Menschen richtig trifft, ja, wo man drin schütteln kann, wo man sie direkt beim Lachen sieht, gibt halt auch mehr wie nur der virtuelle Bereich. Ja. Dabei, wie schon gesagt, ja, die Hightech-Technik des Internets kann einem auch das Leben leichter bereichern. Ja. Informieren definitiv, aber man soll halt das wahre Leben nicht vergessen. Also, ja. Kampfstil, ab wann ist man wirklich gut? Das ist auch so eine ja, Diskussion uns heutzutage im Land. Also, wie schon gesagt, es gibt da mehr zwischen Profi und Anfänger, es gibt da vieles dazwischen. Und es gibt da immer in jedem Bereich gibt's immer extreme Leute, die man nie erreichen kann. Ne? Sei es im Bodybuilding, sei es beim Fahrradfahren, beim Klettern. In den ganzen Kampfstile, in ja, Skateboardfahrer, da gibt es immer Bereiche, wo es halt so extrem ist, wo kaum erreichbar ist. Ja. Und das steht im Bodybuilding halt so sehr, wenn so ein Athlet kommt mit seinen 100, 100, 102 Kilo oder seinen 120 Kilo,
ist das so ein Tier, muss ich sagen. Ja. Der sieht dann schon extrem aus. Auch wenn er mit 90 Kilo kann schon extrem sein. Ja. Und dann sticht der raus erstmal. Ja. Und dann ist der schon mal sehr gut. Ja. Kann auch wenn er mit 80 Kilo schon eine gute Muskelform hat. Aber auch wenn er mit 60 Kilo, aber jetzt bleiben wir mal bei 80 oder 90 Kilo. Ja. Ja. Der hat eine gute Muskelform, ja, und der sticht schon mal raus. Dann gibt es aber jemanden, der ist auf professioneller Ebene unterwegs, da sieht der mit 120 oder 90 Kilo noch gar nichts aus fast. Oder noch, weil der mit 150 Kilo Offseason so ein Monster ist, ja, da kann ja keiner mithalten. Aber trotzdem ist der mit 120 und mit 90 Kilo perfekt oder gut, sehr gut. Ja. Auch wenn es jemand gibt, der noch perfekter ist und noch besser ist, trotzdem ist das sehr gut. Sehr gut. Ja. Und das ist mit vielem. Ja. Wenn du mit deinem Kampfstil schon mal so ziemlich gut wäre kannst, ja, dann bist du gut. Aber trotzdem gibt es immer bessere. Ja. Immer bessere. Und, aber das Ziel ist ein Martial Arts, nicht unbedingt der Beste zu sein, sondern das Beste aus deinem Leben zu machen. Weil der Beste zu sein kannst du eh nicht. Es sei denn, du heißt Bruce Lee und Hitman, ja, und Leung Ting, da ist das was anderes, das sind wirklich die Beste. Aber es ist ja kein Machtkampf, sondern es ist ja mehr gegen andere, sondern erstmal ist das ein Kampf, den du in dir selber führst. Wenn du einen Kampfstil lernst und oft einen Kampf in dir selber, tust du auch philosophische Werte mitnehmen und du da dein Leben verbesserst. Also es geht ja nicht um die Kampftechniken, sondern es geht auch um die innere Werte, wo du dann mitnimmst auf dem Weg in deinem Leben. Ja. Das andere Thema mit tödlichen Krankheiten und Krebs, ja, also das nimmt in erster Linie erstmal die Betroffenen mit, aber es verletzt halt auch dann die Menschen um die Betroffenen herum auch, sei es Familienangehörige, sei es Freunde. Mein Schwager, der war mir so nah gestanden wie ein Bruder. Und der hat leider Rückenmarkkrebs gekriegt. Ja. Und das hat mich persönlich sehr verletzt. Der ist halt leider dran verstorben. Das hat die ganze Familie fertig gemacht. Ja. Und das nimmt er mit. Ja. Und ich bin da jedes Mal mit drüber nachdenken, bin ich noch drüber traurig. Beim Gold ist so, ja. Ja, bei dem einen Kumpel, der jetzt wie jemand anders, der beim letzten Jahr verstorben ist, das hat mich auch sehr verletzt. Und auch fertig gemacht, weil den ja schon ziemlich lange kenne ich seit 2001, so seit 2002. Und war eigentlich immer so ein lustiger Dinger. Ja. Das hat mir, ja, Maler war der. Ja. Ja, und das hat mir halt eigentlich ziemlich schwer verletzt. Weil man hat oft so viel zusammen gemacht. Mal beim Umzieherkäufer, beim Renoviererkäufer, Partys gemacht und etc. Und das hat mir eigentlich schon sehr weh getan. Ne? Aber ich bin ein Mensch, wenn es mir innerlich schlecht geht, dann habe ich immer nur die Kraft zum Schmunzeln. Ne? Das ist eigentlich so auch, ja. Wenn es innerlich in mir alles zusammenbricht in Trauer, dann habe ich kaum immer noch die Kraft, dann, jetzt nicht die andere Person um mich herum Rat zu ziehen, weil die können nichts dafür. Dann trotzdem die Kraft dann zu schmunzeln, obwohl ich innerlich tief traurig bin, weil ich auch weil schwer ist, über so einen Verlust hinwegzukommen, aber es muss ja immer weitergehen. Ne? Aber als der gestorben ist, da war ich, habe ich da ziemlich in der Zeit ein paar Clips rausgehauen, wo ich gar nicht. Und
im Alltag auch, wo ich gar nicht gerechnet habe, ja, bis ich die Trauer verarbeitet habe. Ja. Und als der Taekwondo-Trainer verstorben ist, da ging es genauso. Da war ich erstmal in der Trauer überwältigt, dass ich da die erste Epoche auch nichts, nicht unbedingt die erste Epoche auch nicht fröhlich war. Ja. Aber gerade jetzt auch der Taekwondo-Trainer, der ein Kämpfernatur war, der auch wenn der Verlust von den Gebäuden jetzt, sag mal, ja, unüberwindbar ist, hat gerade der Taekwondo-Trainer auch von mir verlangt, einfach weiterzumachen und es auch ins Leben zu packen. Ja. Und auch wenn es schwer ist, man muss das machen. Ja. Ja, da gibt es einen Kanal Self-Defense System, den ich eigentlich sehr groß gefeiert habe. Weil da haben wir einen Konflikt gehabt, da ging es um Wing Chun. Auch für mich Wing Chun ist für mich wichtig. Und Wing Chun ist für meinen Lebensinhalt. Und dann hat der dritte Mann im Livestream gestellt, ja, wie effektiv ist Wing Chun, wie die das hört. Und dann hat ihm der Livestream gesagt, ja, dass beim Anfang nichts Brauchbares lernst für Wing Chun und dass der Stil richtig effektiv wird, sobald man irgendwie Meistergrade hat. Und so in der Richtung hätte ich das gesagt. Und das habe ich dann schon damals anders gesehen, weil du lernst in Wing Chun, in der ersten Grade lernst du schon effektive Techniker, um die im MSV die sehr gut zu verteidigen. Ja. Und es wurde ja gleich beim Anfang an die erste zwei Grade, wo der da effektive Techniker dir zugute gäbe. Und da gab es dann eine Diskussion, wo die andere Gruppe mir dann das ein bisschen böse angesehen hat. Und sogar ein bisschen, da habe ich gesagt, ich habe das jetzt nicht böse gemeint. Ich habe halt nur meine Wahrnehmung dazu geäußert. Durch Vernunft von beiden Seiten, da hat man sich dann wieder verstanden. Und da sind die auch kurz drauf von irgendwelchen MMA-Fans angegriffen worden, weil die ja aus dem Chat Konidor auch eigentlich hauptsächlich nur das Wing Chun bringen. Und dann habe ich die andere verteidigt und als sie von MMA-Fans angegriffen worden sind, so ein paar Kommentarschreibungen, habe ich Clips gedreht, habe auch bei Kommentaren mal Antwort gegeben. Dann eine Woche später hat der TKO, das ist ihr Sifu, ja, da ist Sifu, der hat dann, dann gegen MMAler kämpft und dann haben wir auch auf die Seite und dann ist der TGO auch ein harter, also den haben die ja schon hart angegriffen und aus loyale Gründe habe ich ja dann den TGO verteidigt. Und hat mit dem Self-Defense-System natürlich verteidigt und hat ja auch noch von der Gruppe dann gesagt, was soll denn das, uns angreifen, ja, über uns zu lästern, soll doch jeder sein Ding durchziehen. Hat einer von der Gruppe greift mich dann an, ne, und die anderen zwei haben dann weggeguckt. Also ich hab damals die drei Käufe, ne, einer von den drei greift mich an, die anderen zwei guckt weg. Ich habe aber auch schon überlegt, wenn ich den Kanal verteidige, die drei, ob ihr das auch von mir macht, gute Antwort habe ich gekriegt, macht sie dann nicht. Ja. Und ja gut, einer schikaniert mich dann auch in der Öffentlichkeit und so. Und die anderen zwei gucken halt weg, dann habe ich, obwohl es mir eigentlich schwer gefallen ist, aber mit einer von denen habe ich dann über WhatsApp sehr einen guten Kontakt gehabt. Sehr lang und der gute Kontakt über WhatsApp, das war auch super. Aber dann habe ich irgendwann auch gesagt, so nehme ich. Auch wenn es mir weh hat und ich lange gebraucht habe, um das zu akzeptieren, haben mich dann auch von den Personen getrennt. Ja. So. Ja. Dann zum Thema Guni. Ich mag ihn als Mensch, ich finde ihn sympathisch.
Ja, ich kenne ihn als Person natürlich nicht, deswegen kann ich nur das Medienbild quasi beurteilen. Ja. Und ja, als Mensch mag ich ihn so, ist ein Sympathieträger. Ja. Kann jetzt, ja, ich schaue mir jetzt nicht von dem wenig an oder gar nichts an, weil die den als Sympathieträger eigentlich erstmal gefunden haben. Und wenn der da was gegen mich macht, mich das auch nicht anschaue, weil das positive Bild möchte ich auch nicht, dass es kaputt geht. Motzi haben wir sehr gut verstanden, ihr und der Gunni. Also bei mir ist das nicht in Vergessenheit gerade. Und ja, also mir wird ja eh vieles im Negativen ausgelegt und deswegen kann ich da auch offen und frei drüber sprechen. Ja. So oder dem. Ihn als Mensch mag ich und ja, weil wenn man jemand erstmal sympathisch gefunden hat und angefangen hat zu mögen, der wird dann nicht von heute auf morgen an die Sympathie draus, ne? Ja. Man weiß dann vielleicht vom Medienbild dann oder wie sich eine Person dann, ja, man weiß dann eine bestimmte Person dann zu schätzen, man muss aber jetzt nicht jedes Verhaltensbild dann verlieren. Das ist dann immer ein Unterschied. Ja. Ja. So. Also ich muss auch sagen, wenn so älter ich war jetzt auch nicht jünger, ja, ich war jetzt auch jetzt im kommenden März 46, umso älter ich war, umso harmoniebedürftiger war ich, umso geselliger wurde ich, umso, ja, würde ich so sagen, während eigentlich so wie so, ja, so mit Ende 20 haben wir so rebellische Phasenketten, die natürlich heute bereue, wenn man mit Erwachsenen oder umso älter man wird, man reifendem oder mit den Jahren vergangen waren, wo dazu lernt und reifer wird, auch im zwischenmenschlichen Umgang. Ja, man reift wie reifer Wein, man wird auch vernünftiger, ja, harmoniebedürftiger. Ja, harmoniebedürftig, würde ich so sagen. Ob ich mir ärgere, weil ich älter war? Nö. Weil der Vladimir, der Schreckliche, hat damals in der WT-Zeit in den 90er gesagt, ärgere dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst. Du warst auch jetzt aufs Älterwerden bezogen. Und es ist auch vernünftig. In China gibt es die Philosophie. Das Ziel ist, älter zu werden, aber jung zu bleiben. Man darf nicht die Frische in sich verlieren. Ja? Und auch man braucht auch eine gewisse, man muss eine Toleranz haben, eine Welt offen. Ja? Und wenn man die jugendliche Art nicht verliert, dann kann man kannst du noch mit 80, 90 noch jung sein von innen. Ja? Es geht also kann jemand mit, also nicht allgemein gesprochen, es kann jemand auch mit 25 alt sein, wenn er dann quasi schon eine spießige Einstellung hat und Drogen ist. Das Jugend ist unter anderem auch eine Einstellung vom Kopf her. Natürlich sind die meisten mit Mitte 20 jung, ja, nicht nur vom Aussehen. Aber wie schon gesagt, es spielt sich alles im Kopf ab. Man kann auch mit 46 nur jugendliche Art haben oder frische Art haben. Ja, es ist ja Mr. Schade, wie frisch und jung der noch rüberkommt. Aber man darf das Positive am Älterwerden auch nicht vergessen. Dass man, umso älter man wird, umso mehr Lebensweisheit man mitnimmt.
erfahrener wird. Ja. Ja. Aber es darf nicht innerer, wenn man treffen darf, nicht zur Diskussion war, wie alt bist du, wie alt bin ich, sondern ja, weil ich oft in der Party mehr erlebt, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten zusammengeguckt bin. Ich war dann 63 und dann haben die zu mir ein bisschen abfällig gesagt, ja, wie alt bist du jetzt? Also ich 46. Oder ja gut, da war es halt dann jetzt 46 war ich erst, da habe ich gesagt 45. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch gar nichts. Wo weißt du? Denkst du, was ist mit dem los? Will er jetzt nur mit gleichaltrige Party machen oder was? So, das zum Schluss. Ja. Ich genieße den Sonntag auch noch voll und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und einen schönen Wochenstart in den Montag. Ja. Montag heißt auf Russisch Ponedelnik. Ja. Das sind Special Effects. Buh.